trotzdem ist die EU heute mit mehrfachen Problemen konfrontiert. Und die deutsche Presse zumindest, aber auch die europäische, macht oft Putin schuld für diese Probleme. Wer ist denn in Wirklichkeit, wo liegt der Grund dieser Probleme und wer ist daran schuld? Gut, die Medien suchen immer einen Sündenbock, das ist so. Nicht? Und die Medien lieben natürlich Bad News, obwohl ja eigentlich die Situation heute, wenn man ein bisschen länger zurückblickt, ganz sicher nicht schlechter ist als früher. Wir haben Spannungen, das ist wahr, und zwar jeder hat sie. Nicht? Die Amerikaner haben Probleme, die Chinesen haben Probleme, Russland hat auch interne Probleme, Europa hat Probleme, die Migration, die ganze Frage der wirtschaftlichen, nicht genug Wirtschaftswachstum, nicht genügend Dynamik, die Frage der Briten, die sich jetzt entschieden haben auszutreten und niemand weiß unter welchen Bedingungen, die Frage Griechenland, die Frage der Schulden der Banken, der europäischen Banken, also eine Menge multiple Krisen sind auf dem Tisch und da kann man nicht einen verantwortlich dafür machen. Im Gegenteil, jeder soll seine Hausaufgaben selber lösen und ich denke in einer globalen Welt und ein Zurück gibt es ja nicht mehr, nicht? Wir leben in einem Global Village und die einzige Lösung ist Kooperation und nicht Konfrontation. Das ist meine feste Überzeugung. Und die gute alte Realpolitik hat doch lange nicht ausgedient. Wenn man eine Lösung für die Ukraine will, da gibt es Modelle für die Ostukraine, Südtirol zum Beispiel, für die Krim ein Hongkong-Modell, für die Syrien-Frage entweder auch wiederum eine Föderalisierung von verschiedenen Themen, Irak. Aber du brauchst immer die regionalen und die Global Partners mit am Tisch. Das ist der entscheidende Punkt. Jetzt haben Sie mir praktisch meine nächste Frage vorweggenommen. Ja. In Realpolitik in diesen Fragen, die Russland und den Westen im Moment trennen, über diese Fronten, die überall aufbrechen, Syrien und die Ukraine. Warum versagt hier die Realpolitik? Und wenn die beiden Positionen so festgefahren sind und wenn jede Seite für sich so stur im Recht zu sein reklamiert, wo sind sie überhaupt der Lösungsansätze? Wer und in welcher Form soll welchen ersten Schritt auf den anderen zu machen? Ich finde, dass zum Beispiel der Gipfel vorige Woche in Berlin ein guter Schritt war, dass man versucht eben im Normandie-Format eine neue Roadmap, heißt es dann auf Neudeutsch, zu entwickeln, wie man sozusagen sich hier weiter bewegen kann, wie man etwa die Kampfverbände auseinanderbringt, die schweren Waffen zurückzieht, wie man die OSZE-Mission stärkt, dass sie auch wirklich die Beobachtung besser machen kann, dass man ein Wahlgesetz entwickelt, dass man auch Poroschenko hilft, in der Rada dafür eine Mehrheit zu bekommen, dass Putin auf der anderen Seite hilft, auch seinen Einfluss auf die Separatisten auszuüben, damit man zu einer solchen Lösung kommt, die ja nie eine militärische Lösung sein kann. Ich glaube, das Wichtigste ist, erstens, keine militärische Lösung ist möglich, weder in Syrien noch in der Ukraine. Zweitens, Kooperation ist der einzige Weg, Diplomatie und Softpower. Drittens, wir brauchen wirtschaftliche Aufbauhilfe. Also gerade für die Ostukraine haben wir einmal einen Plan entwickelt. Wir haben ihn PURE genannt, Program East Ukraine Economy, wo eben Europa, Russland und eventuell auch die Amerikaner mithelfen, um die gesamte Region Ostukraine wiederum aufzubauen, damit die Menschen eine Perspektive haben, eine Hoffnung. Wenn das nicht existiert, dann wird es immer zu solchen Spannungen kommen. Und der dritte Punkt ist, das ist vielleicht der wichtigste am Anfang, mit dem Propagandakrieg aufzuhören, den es immer noch gibt auf allen Seiten.